Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Wir sind in Jerusalem und fangen heute an, die Bürger zu retten. Oder was heißt fangen an? Natürlich. Und wieder ein paar Partisanen freigeschaltet. Ich wäre dafür. Komm, einmal hier nach ganz... Ach, oh, das da hinten wird ja nochmal ekelhaft. 12 Bürger kann man hier retten. Oh, ganz schön viele. Hilft uns aber hinterher vielleicht ein bisschen, wenn wir von dem Attentat abhauen müssen. 100 Jerusalem-Kreuze, yo. Wer sammelt denn sowas? Ha. Habt ihr etwas zu sagen? Hol mir deinen Kopf! Ich verschaffe mir jetzt Platz. Heute bekämpfen wir die Templer. So gut es geht. Gut abgehauen, der Kerl hat es nicht geschafft. Hallo? Boah, Hilfe, das ist ja echt teilweise hier ein bisschen... Wer hat das getan? Ein bisschen anstrengend hier die ganzen... Gebäude zu erklimmen. Alle Malachala, ich verstehe kein Wort. Nächster. Gut, dass ihr gerade vorbei wart. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Das bezweifle ich. Alles wo kommen die auf einmal her? Naja, egal. Hier sind jetzt Partisanen. Da ist noch ein Bürger. Und den holen wir uns natürlich auch. Zum Endeffekt wieder alles ein schönes Ablaufen, ein Abgrasen. Ach nee, ich laufe hier lang. Ich traue der ganzen Geschichte nicht. Ach, da komme ich auch nicht hoch, ne? Ja, komm. Na klar. Nächster. Ach ja. Ich sage ja, der Vorteil am Kontern ist, dass man hinterher die ganze Stadt abmurchen kann, ohne wirklich Schaden zu kassieren. Ein bisschen traurig ist es auch, aber es macht das Spielen auf jeden Fall um einiges flüssiger. Hä? Ach, ich wollte ja nur hierher, genau. Natürlich. Wieder so eine Meuchelfolge. Wenn ich solche Sprüche hier höre, wie ist das möglich? Ja, die Klinge in euren Körper gleich tot. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. So, wie die geretteten Bürger das alles sagen, müssten die Söhne ja richtige Waschlappen sein. Ja, war es das? Partisanen kommen, wo spawnen sie?
Ach nee, jetzt kriege ich wieder ein paar Gelehrten an die Hand. Hier waren wir. Da sind jetzt Gelehrte freigeschaltet. Hier unten ist noch ein Bürger. Den holen wir uns den als nächstes. So. Oh, hier haben wir schon wieder so einen Herold, den man nachher befragen muss. Beziehungsweise danach töten muss. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Was muss man denn hier machen? Eskorte. Ja, nee. Erst wird der... Er ist der wichtigste, weil er am schwierigsten zu töten ist. Diese sind alle mit einem Konter weg. Riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Haha, Stubenhocker! Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. So, jetzt geht's nochmal in diese lustige... Hallo, danke. Fuck, ich wollte ihn eigentlich mit der versteckten Klinge töten. Ja, komm. Jetzt muss es halt so enden. Ich wollte ja eigentlich nur her, aber... Heute bin ich irgendwie auf Meuchelkurs. Nächster. Komm, können wir den auch sofort erledigen. Nächster. Macht man das halt so. Was, du gibst auf? Ah. Ach, schade. Ich dachte, er würde wegrennen. Tja. Machen wir es halt so. Und weiter. Was mache ich denn? Ich muss ja nach da hinten. Ich muss ja gar nicht auf dieses Ding. Fetter Mann mit Turban. Gibt es noch größere Klischees hier in Jerusalem? Ja, da vorne wird der Mann. Wohin mag er verschwunden sein? Hilf mir doch jemand! Aus dem Weg! Jetzt endet dein Leben! Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Super. Sind nicht mehr so viele. Hier sind zwei ganz nah aneinander. Das ist gut. Dann können wir die eigentlich fast schon in einem töten. Retten. Also die Feinde töten. Die Bürger retten. Sollte ja eigentlich auf der Hand liegen. Ja, hier kommen wir ganz gut raus. Das war ja diese Verarsche. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Arm, krank und hungrig. Oh, ficken. Er ist ein bisschen geschockt. Den kann man auch sofort treffen. Finde ich gut. Der letzte. Wo?
Sack. War das der letzte? Haha, boah, sieht das cool aus. Doch. Riskiere ich besser nichts. Jetzt müsste ja der nächste genau hier in der Nähe sein. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Nein, nein. So. Die nächsten Partisanen. Ah, nee, gar nicht. Gelehrte sind hier erst wieder. Hm? Hier ist nix. Mal alles verarsche. Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? Hm? Mal eben kurz gucken. Also ich sehe hier nichts. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Ach, neu gespawnt, schätze ich mal. Nein, meinen bestimmt nicht. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Das glaube ich dir gerne. Ja, die Partisanen haben wir. Jetzt sind es noch 1, 2, 3 Stück noch. Dann. Der Herr ist mit uns! Ach komm, ja komm, wenn du meinst. Haben uns wenigstens von dem Mann auch verabschiedet. Lass uns bitte mal hier leer. Drei Bürger noch retten und dann ab zum Assassinenbüro. Weiß gar nicht, laufen wir da auch noch hin in dieser Folge? Meh. Elender Lump! Juhu, der nächste! Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Das ist schon fast so ein Automatismus. Immer sobald ich den letzten Gegner geschlagen habe, sofort auf F und dann den Gegner anvisieren. Den Bürger anvisieren. So, und nächste. Es ist echt ein bisschen monoton, muss man schon sagen. Aber ich habe gesagt, ich mache es, also mache ich es auch. Und ich finde, hier bietet sich das an. Oh, fuck. Nein, ich war das doch gar nicht. Der Assassine läuft amok. Ihr wisst das ja, ne? Unser Orden steht für Frieden und so. Friede über alles, Kinder. Kines. Weißt? Das muss ja jetzt hier vorne irgendwo sein. Ah, lass mich hierher, du komischer Jesus-Verarme. Was macht er da? Gut, da vorne. Oh, fuck. Ich hab die Frau attackiert, ja. Ich hoffe, die Frau akzeptiert das jetzt hier trotzdem noch als Rettung. Der nächste, bitte. Super, nimmt sie noch an. Und sofort hier. Zack, zack. Alles sofort in einem durch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, dann gib Geld. Also gut, wo bist du? Ja. So viel zu zurückzahlen. Dann. Bereue deine Sünde. Er kommt. Nur zwei? Mehr nicht? Na komm. Ein kleiner Tastendruck und sofort sind wir auch damit fertig. Naja. Der da vorne. Du bist ein Nichts. Dein Gott hat dich verlassen.
Was wollt ihr? Oh, ich hab den Falschen erwischt. Den einen können wir gleich noch den Gnadenstoß geben, wenn er noch zappeln sollte. Komm. Verteilen wir hier die Gnadenstöße. Wie oft kann man das machen? Nee, die sind nicht mehr. Ich hoffe es. Kann man auch diesen Assassinen-Todesstoß geben. Sorry, wenn ich bei den Gesprächen hier trotzdem rede, weil ich finde, die Sprüche hat man schon tausendmal gehört. Gefühlte. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Und da ist das nicht so schlimm. Das vergesse ich nicht. So, wieder Gelehrte. Ach, ich brauche keine Gelehrten, ich brauche Partisanen hinterher für meine Flucht. Okay, ich habe sie eigentlich noch nie bei der Flucht benutzt. Also, ist im Endeffekt auch nur ein bisschen Hirnspinnerei. Hey, wir haben den Synchronisationsstrich dazu bekommen. Doch, ich verschwinde, damit du, Bettlerin, mir nicht weiter auf die Nüsse gehst. Das kann man ja mal einmal fragen, ne? Kannst du mir ein bisschen Geld geben? Aber nein, die gehen einem einfach tausende Male auf den Nüsse. Nein, tot. Oder zumindest zwei Synchronisationsstreifen weg. So, hier müsste man hoch können. Dann gehen wir über den Weg gleich ins Assassinenbüro. Das müsste ja hier... Ja. Nö. Wer bist du denn? Beziehungsweise, wo bist du? Ich komme, bevor die mich finden, dann ist das Ding sonst zu. Und dann hören wir uns mal das Gespräch hier. Ach, Jerusalem ist... Oh, das ist der Kerl, dessen Bruder wir auf dem Gewissen haben, indirekt. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich... Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Sagt mir, was ihr über einen Mann namens Talal wisst. Es ist eure Aufgabe, den Mann zu finden und zu töten, Altair. Nicht meine. Ihr solltet mich unterstützen. Sein Tod dient dem ganzen Land. Leugnet ihr, dass sein Tod auch euch dienen würde? Das sollte nicht eure Sorge sein. Aber eure Aktionen bereiten mir Sorge. Dann helft mir nicht. Ich finde ihn auch allein. Wartet, wartet. Es hilft nicht, wenn ihr wie ein Blinder durch die Stadt stolpert. Besser, ihr wisst, wo ihr mit der Suche beginnen sollt. Ich höre. Mir fallen drei Orte ein. Südlich von hier, auf den Märkten, entlang der Grenze zwischen den muslimischen und den jüdischen Vierteln. Im Norden, bei der Moschee in diesem Viertel. Und im Osten, vor der St. Anna-Kirche, in der Nähe des Bab Arihah-Tores. Ist das alles? Es reicht, um zu beginnen. Und es ist mehr, als ihr verdient habt. Ja, der Mann ist nicht gut auf uns zu sprechen, aber auch verständlich. Ne? Wegen uns hat er seinen Arm verloren, wegen uns hat er seinen Bruder verloren. Ist klar, dass er dann nicht... Ja, ein Tatziel erscheint in Gold. Ja gut, das bringt mir gerade nicht viel. So, aber an der Stelle mache ich einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns an die Nachforschungen ranmachen. Bis dahin. Tschüss.